Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ganz am Anfang, bevor es losgeht, bei uns gibt es jeden Tag ein neues Review von der bezaubernden Jessie oder dem etwas weniger bezaubernden Jan. Das bin ich. Abonniert gern den Kanal, macht euch glücklich. Ja, und das Auto, das ich heute dabei habe, das hat Fans, das polarisiert, das ist inzwischen in seiner Historie über 70 Jahre alt. Wir haben euch den in München im Studio vorgestellt und ganz ehrlich, eure Kommentare waren von unglaublich geil, kaufe ich mir hin bis zu, das geht ja gar nicht. Ihr habt sehr viel kritisiert, ihr hattet sehr viel Anregungen und ich habe sehr viel über dieses Auto im letzten halben Jahr nachgedacht. Hier steht da der T7 als Multivan. Ich gebe zu, es gibt sehr viel Redebedarf über dieses Auto, es gibt sehr viel zu klären, zu erklären. Was werden wir heute zusammen machen? Ich werde euch die Optik erklären. Wir haben hier die Ausstattungsvariante Style im L2, den langen Radstand, den haben wir hier, 204 PS Benziner. Optik, Innenraum, vorne, hinten, Preis, Wettbewerber, Kritik, Licht, Schatten, alles werden wir in diesem Video besprechen. Bleibt gerne dran, gibt es einen kleinen Kurs am Anfang von mir für euch. Und dann fröne ich wie immer meiner objektophilen Busleidenschaft. Bleibt dran, jetzt geht's los mit dem Review. Ja, ganz am Anfang, bevor es losgeht, wen ich am liebsten auch jeden Tag abschmatzen würde, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern, ja, und suchen den garantiert besten Leasingpreis für euch raus. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Und wenn man jetzt über die Historie von diesem Bus spricht, dann ist das auch eine, die sich mit meiner Lebenshistorie kreuzt. Wir waren mit dem Kalli im Urlaub. Wir hatten Multivan als Familienmuli. Ich kenne mich sehr gut damit aus. Und das Auto ist inzwischen, ne, nach T1 etwa 70 Jahre alt. Es gab ja dann irgendwann mal den T5, da waren die Leute kritisch. Es gab den T6, da waren die Leute kritisch, haben gesagt, das ist ja nur ein Facelift vom T5. Es gibt den T6.1, da haben sie dann wieder gesagt, das ist nur ein Facelift. Jetzt gibt es den T7 und jetzt sagen alle was? Der ist mir zu neu, der ist mir zu anders. Das verstehe ich, ganz ehrlich, Leute. Ich verstehe euch in eurer Kritik. Und ich finde es auch ein bisschen kompliziert, dass zum Beispiel die Karavelle, zum Beispiel der Transporter, die Pritsche noch auf dem T6.1 stehen, ne? Also auf der alten Plattform, weil wir haben mehr Nutzlast, wir haben mehr Anhängelast da drin. Und auch die Campingversion, der Kalli, steht noch auf der alten Plattform. Ist ein bisschen verwirrend. Die gibt es wohl auch bis 2025 noch. Übrigens auch der hier, und das ist auch sehr spannend, als Diesel mit Allrad wird noch auf der alten Plattform bis 2025 angeboten. Außerdem gibt es dann noch den ID. Buzz ab 2022, wohl auch als Cargo-Version. Ja, und jetzt steht der ID. Buzz auf dem MEB, dem modularen Elektrobaukasten. Der steht auf dem MQB, dem modularen Querbaukasten, auf dem zum Beispiel auch der Golf steht. Interessant ist, da passt ein Plug-in-Hybride rein. Gibt es auch jetzt in diesem Auto zum ersten Mal bei VW Nutz. Viele von euch haben gesagt, das will ich nicht. Ich will nicht, dass mein Bus elektrifiziert wird. Viele haben auch gesagt, der ID. Buzz, der ist geil, aber der ist mir zu spacig, der ist mir zu wenig weit entfernt von dem Konzept, was auch immer. Ihr habt viel kritisiert, wir werden es jetzt besprechen. Wir haben Multivan, Life, Style und Energetic, was es da nur für den PF gibt als Ausstattungsvarianten. Es wird auch noch einen Diesel geben, hier Anfang 2022. Ich habe mich jetzt ganz bewusst hier für einen langen Radstand entschieden, 5,17 Meter lang, 1,94 breit, 1,90 hoch. Der ist länger, breiter, flacher geworden, hat einen CW-Wert irgendwie von nur 0,3, was gut ist. Und die Farbe hier drauf, Schlumpf, kann man sagen, ne? Unten blau. Oben blau, unten weiß, Candy weiß, blau, blau ist mega geil. Und man hat sich bei VW Nutz einen kleinen Trick einfallen lassen, um dieses Auto von vorne richtig schick zu machen. Kritisiert habt ihr, dass die Nase hier vorne MQB geschuldet so einen kleinen Knick hat. Ihr habt kritisiert, dass die Scheibe hier vorne flacher ist. Viele haben gesagt, das sieht doch nur aus wie ein bisschen aufgeblasener Charan oder Caddy 2.0. Ich finde das Auto schick, vor allem im langen Radstand. Hinten mit den 20 cm mehr Überhang, der ist 20 cm mehr lang, ne? 3,12 Meter Radstand. Polarisiert. Ja?
Und jetzt haben wir hier drin das IQ Light. Serienmäßig kommt er immer mit LED-Licht, mit Voll-LED-Licht. Hier ist jetzt das Matrix-LED-Licht für 1000 Euro drin. Und der Trick ist, dass man hier diese Leuchte wie bei den ID-Modellen oder bei den GTIs drin hat, die beiden Leuchten verbindet. Das ganze Auto hat Reminiszenzen an T1, T3, T5s. Ne? Zum Beispiel T1, hier unten haben wir diesen ganzen Stoßfänger ein bisschen geschlossen. Ist gut für den CW-Wert, Kamera nach vorne, neues VW-Logo. Und jeder, der eine Reminiszenz in den Kommentaren findet und reinschreibt, bekommt von mir ein virtuelles Bier ausgegeben. Wenn man jetzt ins Profil geht, dann finde ich die Optik beeindruckend, weil wir haben einen ultralangen Radstand, wir haben ganz kurze Überhänge und in Style haben wir immer diese Chromlinie, die an was erinnert, an welches Vorgängermodell? Schreibt es mir in die Kommentare. Mit der Zweifarblackierung, davon gibt es 3 Stück, insgesamt glaube ich gibt es 12 Lackierungen. Das ist schon extrem schick. Das hat das Zeug zum Lifestyle-Mobil bestimmt. Hier ist dann eine schwarze Spiegelkappe, Energetic steht beim Energetic-Modell hier drauf und bei den Rädern ist es natürlich ganz interessant, da habe ich was gelernt. 16, 17, 18 und eigentlich 19 Zöller gibt es. Die 19 Zöller wurden wohl vom Vorstand nicht abgenommen, das war zu holprig wohl oder zu laut im Innenraum. Die werden allerdings noch in den Konfigurator kommen. Insgesamt das Auto zu konfigurieren ist nicht leicht. 43 Seiten Preisliste gibt es, also ist ziemlich schwer. Style hat 2 Schiebetüren auf beiden Seiten, aber ich habe ja versprochen, ich bin nicht nur der Typ, der einfach nur blind Optik erklären will. Über den Dachkantenspoiler werden wir gleich noch sprechen. Das ist natürlich gut für den CW-Wert. Sondern ich bin auch der Typ, der über die Fahrwerke spricht. Ein Stahlfahrwerk ist serienmäßig. Es gibt ein dynamischeres Fahrwerk, was ein bisschen härter ist, ein bisschen tiefer steht. Beide gibt es noch mit einem DCC, also mit einer adaptiven Funktion. Das heißt, ihr habt insgesamt die Wahl aus 4 Fahrwerken, was interessant ist. Das Auto hat einen ultralangen Radstand, was spannend ist. Hier ist übrigens der Tank. Und was ich toll finde, ist das 1,8 Quadratmeter riesige Panoramadach da drin. Kann man leider nicht öffnen, ist ein Kritikpunkt. Ich finde auch übrigens die Scheibe hier vorne ganz witzig. Die erinnert an was? Schreibt sie mir in die Kommentare. Ne? Aber die ist auf jeden Fall neu und das ganze Auto ist sehr spacig. Manche haben gesagt, sieht aus wie ein aufgepumpter japanischer Minibus. Fand ich sehr fies. Interessant ist auch, ihr bekommt jetzt diese Schiebetür hier mit dieser elektrischen Funktion in Style. Ansonsten optional gibt es auch noch mit Gestensteuerung, was ich auch ganz interessant finde. Diese Zweifarblackierung, also die gefällt einem entweder richtig gut oder man hasst sie, glaube ich. Der Dachkantenspoiler soll halt gut sein für einen CW-Wert. Ich glaube auch, dass der einem gefällt oder dass man ihn nicht mag. Hinten abgedunkelte Scheiben ist schon sehr schick. Multivan steht eben hier drauf. Der hier zieht jetzt 2 Tonnen. Die anderen Versionen ziehen nur 1,6 Tonnen. Wenn man mehr Zuglast will, greift man genau zum T6.1 als Allrad-Diesel. Und ganz ehrlich, wir haben jetzt hier die Nummer 12 und das Auto hat von euch echt viel auf die 12 bekommen. Hinten die Rückleuchten finde ich sehr schick. Die finden sich auch wieder in dieser Chromspange. Auspuffblenden hinten sieht man nicht. Was man sagen kann, ist, dass das frontgetriebene Auto hier nur 58 cm Ladekante unten hat. Das heißt, das ist schon sehr praktisch. Auch hier elektrisch öffnbare Heckklappe als Option in Style serienmäßig gibt es auch mit Gestensteuerung. Und jetzt ist spannend, der hier hat 4000 Liter Ladevolumen, wenn man die ganzen Rückbänke hinten ausklappt. Die kürzere Version, die hat 3700. Man sieht hier, der ist hinten 20 cm länger. Auch da scheiden sich die Geister, genau wie beim Tiguan. Manche finden die lange Version schöner, manche die kurze. Der ist auf jeden Fall praktischer. Und was man jetzt hier machen kann, ist, ihr habt hier diese Laderaumabdeckung zum Beispiel, ne? Und die könnte auch hier so reinspannen. Das finde ich sehr praktisch. Ne? Was dann interessant ist, ist, dass ihr hier hinten natürlich schon eine Menge Ladevolumen habt. Ich mache das jetzt hier mal runter. Und richtig praktisch sind die Sitze. Nicht nur, weil ihr einfach das hier machen könnt und die ausbauen oder nach vorne schieben, flexibel, sondern ihr könnt zack, zack, zack machen. Oder ihr klappt eben nur dieses Teil hier um eben und hättet dann einen Tisch in der Mitte, was ich nicht gut finde. Wenn ihr jetzt auf der einen Seite hochklappen wollt, dann geht das so ein bisschen ja, in den Rücken rein. Heißt, ihr könnt jetzt hier ziehen und dann wieder so machen. Aber das ist nicht ganz so einfach, aber trotzdem sehr flexibel. Was schön ist, schaut mal, nach vorne schieben, wieder nach hinten schieben. Und jetzt klappe ich hier mal nochmal hoch. Interessant auch, dass ich hier drunter stehen kann mit meinen 1,88
und mache hier jetzt zu. Hier habt ihr übrigens auch noch diese Schlaufe. Und dann würde ich sagen, Schiebetür auf dieser Seite hier auf. So. Machen wir mal die Zündung vorne noch aus, dass es nicht piepst. Ich mache mal noch auf der anderen Seite auf, weil die zwei Schiebetüren auf beiden Seiten, die sind natürlich schon sehr praktisch. So. Und jetzt öffnet sich natürlich ein Paradies. Interessant ist, schaut mal hier, könnt ihr auch umklappen oder könnt es auch wieder hochklappen oder könnt auch hier wieder nach hinten klappen. Ich komme jetzt mal rein. So. So. So, kann Jessie auch, glaube ich, ganz gut filmen, oder? Ja. Und jetzt zeige ich euch mal die enorme Flexibilität. Also ich könnte auch von ganz hinten nach vorne, könnt auch hier dann diese Teile rausbauen, schaut euch das an, oder eben wieder rein und kann dann nach vorne fahren, kann allerdings wieder nach hinten fahren oder, und jetzt wird es, glaube ich, anstrengend für mich, ja, er kommt erstmal hier hinten rein, schaut euch vielleicht das Glasdach an, ich schnaufe noch ein bisschen durch, 12 Volt Steckdose haben wir hier auf der Seite, auf der anderen Seite hier haben wir es auch. Also USB-C meine ich, hier 12 Volt, kleines Fach, Holzapplikation, schöne Leuchten hier, ne? Aber jetzt ist soweit, Jan. Du kommst mal hier nach hinten, ja? Und jetzt baue ich den schnell aus. Zwischen 22, 23 und 29 Kilo wiegen die. Und jetzt schaut euch das mal an. Hier ist er, ja? Kann ich sehr gut tragen. Schaut mal rein, wie viel Platz da ist. Mountainbikes könnt ihr da locker verstauen. Ich könnte den jetzt auch auf die mittlere Schiene stellen übrigens und ganz flexibel alles verändern. Was jetzt natürlich interessant ist, ist eine Sache. Die Flexibilität natürlich. Und was ich jetzt hinbekommen muss, ist die Rückbank wieder nach oben zu klappen. Vorführeffekt jetzt. Dafür muss der hier eingerastet sein. Und jetzt nach oben. Genau. Und jetzt zeige ich euch das nächste, für mich fast Wunderwerk der Technik. Nämlich dieses Teil hier. Das ist dieser neue Magic-Tisch. Könnt ihr jetzt hier hochfahren. Ja. Hättet hier für die Familie einen Tisch. Sehr praktisch. Ne? Könnt es auch wieder reinmachen. Habt dann eben keinen Tisch oder hier runter und habt hier eine Ablage. Gleichzeitig könnt ihr die dann wieder vorfahren und hättet die Ablage vorne oder ihr fahrt die ganz nach hinten. Sehr, sehr praktisch. Und jetzt geil ist natürlich, dass wir hier drin die Möglichkeit haben, ja, durch diese Schienen quasi eine Sitzheizung zu haben, die eben hinten auch funktioniert. Ich mache jetzt auf dieser Seite mal wieder zu hier. Da seht ihr das dann schön, wie es zufährt. Habe jetzt hier kein Fenster auf dieser Seite, was interessant ist. Aber hier sehr viel Platz. Könnt natürlich auch noch ein bisschen nach vorne oder nach hinten das verstellen. Alle Sitze ausbauen, alle einbauen, ist praktisch. Was wir jetzt machen, ist über die Motorvarianten sprechen. Und puh, ja, ich war auch mal fitter. Die Motorvarianten, die sind spannend, denn viel Kritik gab es für den 1,5 Liter Benziner hier drin, 136 PS hat der. Sagen viele, das Motor, der passt in Polo, in GTI, aber doch nicht in so einen 2,1 schweren Bus, Tonnen schweren Bus. Was wir jetzt hier drin haben, ist der 2 Liter mit 204 PS, 320 Newtonmeter, 9,4 Sekunden auf 100, 200 km/h wird er schnell. Normverbrauch liegt bei 7,7 Liter. Was wir gebraucht haben, erzähle ich euch. Aber was natürlich ein bisschen interessanter für viele aktuell ist, was an der hohen Förderung liegt, ist der PHEV. Der PHEV, der Plug-in-Hybride, ja, der kommt auf eine Systemleistung von 218 PS und ja, hat eine elektrische Reichweite von 50 Kilometern. Schaut euch gerne mein Review dazu an, wenn es euch interessiert. Der hier, der spannend. Ich fände auch den Diesel spannend, den gibt es aber erst ab 2022. Was wir jetzt allerdings machen, ist über den Innenraum sprechen. Und zwar nicht über die enorme Flexibilität hinten, sondern über die, die wir vorne haben. Weil die ist aus meiner Sicht auch sehr groß. Deshalb
kommt jetzt einfach mal mit. Ich spring rein und danach wird gefahren und dann gibt es ein Fazit. Kommt mit. Ja, kommen wir zum Innenraum. Und was ich immer noch great finde, ist kein Werbevideo, wird nicht von VW bezahlt. Wichtig ist dieser Knopf hier. Und schaut mal, was jetzt außen passiert. Auf der einen Seite, dann kann ich das auch noch auf der anderen Seite machen. Und wenn ich da noch krasserer Rapper bin, mache ich noch hinten auf. Warum ist es geil? Stellt euch vor, ich fahre meine Kinder zum Fußball, Tennistraining oder zum Boxen. Dann lasse ich die da raus, mache hinten eben auf und ja, die können wieder von alleine die Heckklappe zum Beispiel zumachen oder ich kann hier wieder zufahren zum Beispiel oder hier wieder zufahren und ja, dann bin ich eigentlich relativ safe von hier. Mach's jetzt aber wieder auf für euch, fürs bessere Licht hier drin. Und ganz im Ernst, der Innenraum hier vorne kommt jetzt ohne manuelle Handbremse aus. Wir haben hier mehr Platz, wir haben hier mehr, wo wir durchkommen. Wir haben hier keine Handschaltung mehr, die gibt es ja nicht mehr hier drin. 7-Gang-DSG bekommen wir hier immer serienmäßig. Aber jetzt sagt ihr halt Stopp. Was ist denn das für ein Teil hier in der Mitte? Ja, das ist dieser magische Sitz. Und guckt mal, entweder ich habe hier was zum Ablegen. Hier unten habe ich noch ein kleines Fach. Kann den allerdings auch hier hochfahren. Könnt auch übrigens selbst hier den Tisch dann rausmachen, ne, und essen. Kann ihn allerdings wieder runterfahren. Und jetzt guckt mal. Jetzt ist er weg. Und wenn ich will, fahre ich den eben bis nach ganz hinten oder wenn ich die Armauflagen wegmache, fahre ich den mittleren hinteren Sitz in die Mitte. Das ist mega flexibel eben. Und hier das Glasdach ist geil, weil es lässt uns nicht nur filmen, wenn es schon so dunkel ist, sondern das bringt richtig viel Licht hier rein, nicht nur hinten, sondern auch vorne. So viel solltet ihr euch wert sein, wobei man es nicht öffnen kann und viele auch keine Glasdächer mögen. So, jetzt schauen wir mal in die Tür, nudeln wir das kurz ab, Holz drin, Ablagefach oben, Ablagefach unten. Wir haben so einen kleinen Mülleimer unten drin. Skoda wird das Simply Clever Lösung nennen. Sehr flexibel, sehr geil, passt perfekt hier rein. Leder will ich da nicht, weil das ist robust. Hier habe ich so ein kleines Secret-Fach noch in diesem Holzelement drin. So ein Plastik, was aussieht wie Chrom, Klavierlack. Hier noch Klavierlack, kommt immer schlechter an übrigens, muss man wissen. Hier haben wir dann eben noch ein Handschuhfach, was wichtig ist. Und hier alles frei. Nichts hier drin. Das ist sehr wichtig, sehr geil. Und hier auch noch so Busfahrerarmauflagen. Und Busfahrer ist nicht respektierlich gemeint. Ich liebe sowas. Bin alter Mann. Ich liebe das hier drin. Ergo-Sitze. Ne? Das ist großartig. Ihr könnt hier die Beinauflage verlängern. Die sind bequem. Die sind beheizbar, belüftbar, geben soliden Seitenhalt. Kopfstütze ist gut verstellbar. Und auch hier gibt es nochmal diese Rentnerarmauflage, die mir zeigt, dass ich eigentlich auch sehr nah am Rentner bin. Hier unten Cupholder, entweder da oder weg. Elektrische Handbremse hier. Induktive Ladebuchs fürs Handy hier unten, sehr praktisch, weil man kann nicht drauf gucken, heißt ich behalte eher meinen Führerschein. Ich bin nämlich schon, da sprechen wir nicht drüber. Ne? Jetzt wird das Gerät geladen und dann haben wir hier genau drei Knöpfe und das ist eigentlich für Jessie der Stichpunkt, hier reinzukommen. Sie kommt auch gut rein, ne? Die Ladehöhe ist okay übrigens auch und hier drin haben wir ja mehr Platz als beim T6.1, obwohl der flacher ist hinten und mit Glasdach haben wir auch mehr Platz als ohne hier drin. Verrückt! Ja, hier das Multifunktionslenkrad, VW im Pralltopf steht hier drin, hier die Assistenten, hier die Steuerung fürs digitale Cockpit 10 Zoll. Vorne haben wir das optionale Head-Up-Display, wir haben auch die optionale Harman-Kardon-Anlage hier drin. Lenkradheizung haben wir hier und jetzt schaut mal über die View-Taste, ihr kennt das Spiel. Könnt ihr richtig schön euch austoben, euch ja, verschiedene Dinge hier anzeigen. Könnt übrigens auch hier die Navi-Karte groß machen, hier drin rumspielen, die Geschwindigkeit zum Beispiel auf die eine Seite, die Tankanzeige auf die anderen oder dann hier, ich mag eigentlich am liebsten die Rundmeter hier ja, reinmachen. Das ist sehr praktisch. Ihr habt auch hier die Schaltpedal für 7-Gang-DSG am Lenkrad, VW-Phänomen ist.
ihr findet hier eigentlich in jeder beliebigen Position eine Sitzposition, die sich so anfühlt, als wärt ihr in diesem Auto geboren. Hier auf der Seite können wir hinten den Kofferraum aufmachen. Hier haben wir alles für die Steuerung von den Fenstern, auch hinten. Und hier übrigens alles fürs Licht. Was ich noch schön fände, wäre so ein Spiegel, wo ich hinten gleichzeitig meine Kinder beobachten könnte und auf die Straße sehe, also so ein doppeltes Teil. Und hier ist jetzt das große Navi, was sehr umstritten war bei euch. Erstmal schönes, wir haben neue Assistenten hier, die seht ihr hier alle. Das ist der große Travel Assist, so heißt der. Klima haben wir hier, Smart, Classic, Aircare. Da seht ihr dann übrigens auch hier drin die Sitzheizung, Sitzbelüftung. Parkmenü haben wir hier und die Fahrmodi sind hier. Da geht ein bisschen weiter weg am besten, weil dann seht ihr Komfort, Sport und bei Individual kann man immer checken. DCC ist hier drin in vielen Stufen. Lenkung, Antrieb, ACC lässt sich hier verstellen. Und jetzt dieses System. Was ich nicht mag, da bin ich ehrlich, ist dieses lauter leiser hier. Das müsst ihr nicht machen. Auch diese Wärme hier zu verstellen mag ich nicht. Zweimal irgendwie drücken geht die Sitzheizung an. Das finde ich eigentlich ganz praktisch, aber ich komme hier so schlecht dran. Der Gangwahlhebel ist hier oben, weshalb wir hier unten viel Platz haben. Und was ich mag natürlich hier ist, dass ihr eine Home-Ansicht habt, die ihr euch frei konfigurieren könnt. Ich nutze aber immer das Telefon, Apple CarPlay, Android Auto, Radiomedien. Zum Fahrzeug haben wir hier nicht so viel drin, weil wir haben ja nicht den PF, aber diese Anzeige hier, die verdient eigentlich einen Innendesigner-Oscar, finde ich. Und ganz ehrlich, Fahrzeug haben wir jetzt gemacht, App Connect haben wir hier, Klang, die Anlage hier drin, schaut euch das mal an, was man da machen kann. Da sagt noch einer, oh, da hätte ich gern wieder mein altes analoges Radio. Aber das Schönste hier drin ist, wenn man zum Beispiel dann noch den Warnblinker hier anmacht und die ambiente Beleuchtung sich anschaut, haben wir hier halt verschiedene Farben. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Das könnt ihr dann auch noch individual gestalten, könnt es automatisch dann machen. Das gefällt mir schon ausgesprochen gut. Ihr habt dann noch die Assistenten hier. Rechtliches hier. Hier geht es immer wieder zurück. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir das, wofür wir nicht mal eingeladen sind, nämlich fahren. Ja, jetzt fahren wir los und irgendwie mag ich das hier drin, hier mit den Armauflagen. Vor allem kann ich mir jetzt hier die Massage noch reinmachen. Hab eine hohe Sitzposition, mach das Auto hier an, ist ja kein PF. Hier ziehe ich runter, da kann man, muss man, will man sich dran gewöhnen. Und schaut mal hier, Rückfahrkamera, glasklar, Chassis-Sitzheizung, ich Sitzheizung, im Sommer hätten wir die Kühlung an. Das ist schon großartig. Allerdings muss man wissen, dass das, was hier drin ist, auch Geld kostet. Ne? Sollte man jetzt ja auch nicht so tun, als wäre das alles geschenkt bei Volkswagen. Ist auch unser Job, uns das zu sagen. Euch. Und schaut mal da drüben, da kommt jetzt hier ein Energetic-Modell. Da ist es, ne? Mit dem Herrn Wohlfahrt drin. Und jetzt fahre ich hier mal rum und schaut mal hier, wie schön dieses Auto auf der Straße liegt. Der lange Radstand tut dem gut. Viele werden sagen, das ist aber nicht mehr der Bulli, den ich mal kannte. Der fährt sich ja wie ein Golf, der fährt sich ja wie ein Caddy, der fährt sich ja wie ein Auto. Und dann sage ich, stimmt. Ja, stimmt. Das ist krass. 7-Gang DSG hier drin. Ich bremse jetzt mal nochmal ab, beschleunige vielleicht nochmal durch mit euch. Dafür schalten wir vielleicht mal noch in den Sportmodus. Jetzt wird auch alles rot. Und auf 100 werden wir es wahrscheinlich nicht ganz schaffen. Der wird auch nicht so laut. Da vorne kommt jetzt ein Kreisverkehr. Fast hätten wir es geschafft. Bremsung. Und jetzt schaut mal, wie der hier auf der Straße liegt. Vor allem, wenn man den mal so ein bisschen dynamischer in eine Kurve fährt hier. Das ist großartig, weil für so einen Bus, schaut euch das an, 2,1 Tonnen, Assistenten funktionieren auch, ist das mega geil, ne? Richtiger Bangbus, kann man sagen. 204 PS, 320 Newtonmeter und das ist schon ganz ordentlich hier drin, würde ich sagen. Und was jetzt interessant ist, ich habe eine hohe Sitzposition, Leute. Ich sitze hier wie in einem SUV. SUV wollt ihr alle. Und ich habe die Ausmaße im Grunde fast von, naja, hier in einem verlängerten Passat, sind wir mal ehrlich, habe monster viel Kofferraumvolumen. Und schaut mal allein die ambiente Beleuchtung hier drin an. Fühle mich hier wirklich wohl im Auto. Wir haben den jetzt mit 9 Litern gefahren, was okay ist für die Leistung, finde ich. Der PF hat einen Liter weniger gebraucht. Den Diesel konnte ich leider noch nicht fahren. Die kleinere Version wird wahrscheinlich 1-2 Liter auch weniger brauchen mit den 136 PS.
Die fahren wir dann morgen, die kleinere Version. Aber ich sage euch was, man ist schon sehr angetan davon, wie die funktioniert. Wenn man jetzt hier auf der Autobahn ist, ist es krass, weil der gute CW-Wert spiegelt sich auch in einer sehr guten Geräuschdämmung hier drin wieder und in sehr wenigen Windgeräuschen. Das kennt man aus alten Bulli-Generationen ja ein bisschen anders. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, schaut mal hier, 120, habe ich ja den Travel Assist. Ne? Der passt sich jetzt auch von alleine an. Der sieht jetzt da vorne zum Beispiel, da müsst ihr vorgucken, kommt 80, jetzt passt er sich auf 80 an, kann dann auch den Spurhalteassistent, wenn der die Spur vorne erkennt, nutzen und bin dann teilautonom Level 2 unterwegs, heißt, der hat schön die Spur hier drin, hält den Abstand zum Vordermann. Schaut mal hier, das sieht man auch am Lenkrad, muss man auch ein bisschen vertrauen, ne? Und ansonsten, Ansprechverhalten ist sehr gut, Verbrauch ist sehr gut und es ist ja heute der Fahrbericht und auch die VW-Leute haben gesagt, uns interessiert schon wirklich, wie dir das Auto gefällt. Die Dämpfung wirklich ausgesprochen gut, die Federung, wenn man jetzt auf Komfort stellt, ist das Ansprechverhalten vom Motor ein bisschen gedämpfter, die Lenkung ist ein bisschen gemütlicher und die Federung, vor allem die Adaptive hier drin, ist wirklich gut. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel auf Eco stellt, dann merkt man auch, dass sich das wirklich im Verbrauch so ein bisschen ändert und dass es, finde ich, ganz spannend. Viele werden sagen, ich will aber den PF, da habe ich eine rein elektrische Reichweite von 50 Kilometern, habe 218 PS, allerdings auch nur, wenn der Akku voll ist, ne, muss man ja wissen, beziehungsweise noch einen Restfüllzustand hat, hat einen besseren Verbrauch. Ja, der wiegt allerdings auch 100 Kilo mehr, was man auch wissen muss. Und ja, was will ich noch sagen zu euch? Lenkung ist wirklich gut. Ich bin angetan, weil die Nachteile, die ja viele auch erkennen, auf dem MQB sind auch die Vorteile hier drin, die Assistenten, dieses tolle Infotainment-System hier drin, das in unserem Test hier jetzt auch ausgesprochen gut funktioniert hat. Das heißt, wir haben hier einen PKW, einen echten PKW, der sich auch so fährt mit der Rückfahrkamera, mit den Parkpiepsern, mit einem toten Winkelassistent, mit einem Querverkehrwarner, mit einer Schildererkennung, mit einem Ausstiegswarner ja auch ganz gut funktioniert. Ne? Zum Beispiel auch, wenn man hier blinkt, merkt man auch, ist ein echter Volkswagen. Ihr könnt euch auch mal vorne das Head-Up-Display anschauen, was halt relativ klein ist, aber gut in meinem Sichtfeld liegt. Und was will man sagen? Das ist ein komplettes Auto, was das Fahrverhalten angeht. Was ich jetzt mache, ist zurückfahren zu meiner Location oder unserer Location. Und dann gibt es ein herbstliches Fazit von mir. Kommen wir zum Fazit. Und ganz ehrlich, Leute, ich verstehe ja eure Kritik. Ich habe mir die ganz genau durchgelesen unter den Videos. Und die hat sich auf die Optik bezogen, die hat sich auf die Motoren bezogen, die hat sich auf die Technik bezogen, die hat sich auf die fehlende Sitzbank hinten bezogen. Wenn ich euch richtig verstanden habe, haben viele gesagt, ich will, dass alles genauso bleibt, wie es ist. Ich hätte gern den T6.1 weiter. Das Auto ist mir optisch zu nah an Caddy, Charan und Golf. Ich kann das alles verstehen. Nur jetzt muss man sich mal ein bisschen Gedanken machen, was VW Nutz aus Hannover für eine Problematik hat bei dem Auto. Das war für oder aus der Sicht für viele eines der perfektesten Autos. Ja, ich meine, die Grundform von einem Passat mit dem höchsten Nutzwert, den man sich eigentlich nur vorstellen kann und mit einer hohen Nutzlast, mit einer hohen Zuglast und dieses Auto in die Moderne zu bringen, ist sehr, sehr schwierig. Der Anspruch, vor allem bei der langen Version, war jetzt, einen Familienmuli zu schaffen, einen für Leute mit extremen Freizeitansprüchen, einen People Mover eben. Und das hat man geschafft. Das Auto hat zwar nicht mehr die Schlaffunktion da hinten drin, mit der Rückbank ist dafür leichter, hat moderne Motoren drin. Ihr könnt euch auch für eine vollelektrische Version entscheiden. Ihr könnt euch für einen Sechssitzer entscheiden, für einen Siebensitzer entscheiden, für eine Vis-à-vis-Funktion könnt ihr euch entscheiden. Und wenn ihr halt einen Kali wollt, dann habt ihr den weiter auf der Basis T6.1. Ich weiß schon, sehr kompliziert, aber dieses Auto hat eine Flexibilität, eine Moderne aus meiner Sicht und einen digitalen Innenraum, der sehr wertvoll ist. Ja? Und jetzt spricht man natürlich über den Preis. Das ist für mich ein Kritikpunkt, den habe ich schon immer beim Bulli, ne? Der beginnt bei knapp unter 45.000 Euro jetzt, hat dann nur einen 136 PS Motor, muss man wissen. Die 204 PS Variante, die liegt
ja, etwa bei 50.000 Euro und der Diesel liegt irgendwo dazwischen angesiedelt. Der kommt dann Anfang 2022 auf den Markt. Wollt ihr den P-Heft, da bekommt ihr eine enorme Förderung. Die zahlt er allerdings auch mit, denn der beginnt bei 57.000 Euro. P-Hef Energetic, die hohe Ausstattungsversion auf Basis von Style, die wird bei 67.000 Euro liegen. Das ist natürlich echt eine Menge und die Ausstattung lässt sich VW auch extra bezahlen. Landet man, wenn man alles reinpackt, bei 90.000 Euro, das ist krass. Ne? Das ist ein 911er quasi als Jahreswagen oder so. Wer allerdings sagt, Hold My Beer ist unser Kooperationspartner GoLeasy, was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Preis für den T7 raus. Schaut da also gerne mal vorbei. Hier seid ihr bei dem Kanal, der euch alle Längen, alle Motorvarianten, alle Bullis gezeigt hat. Abonniert gerne den Kanal, tut euch einen Gefallen. Denn bei uns gibt es jeden Tag ein neues Review. Macht es genau jetzt. Kleiner Kuss von mir für euch und dann bis bald in einem anderen Kali-Zirkus. Tschüss, tschüss von Kali-Zirkus.